Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ihr seht's, wir sitzen auf der Terrasse. Hier ist Professor Ganteföhr, auf dessen Kanal ich gleich hinweisen darf. Ihr findet ihn unten in der Beschreibung, auf dem er Klimawissen, Energiewissen erklärt. Und deswegen ist er heute der ideale Gesprächspartner für mein Thema, nämlich unsichtbare Energien. Es gibt so verschiedene Theorien und Ansätze, wie man Energie gewinnen kann aus Dingen, sozusagen aus der Luft gegriffen. Und ich hoffe oder vermute, dass du dich damit auskennst. Also die erste Sache ist mal, Nokia hat gesagt, sie möchten für ihre Handys die Möglichkeit schaffen, dass aus Elektrosmog die sich von selber aufladen. Erklär mir erstmal kurz, was ist denn überhaupt Elektrosmog aus wissenschaftlicher Sicht? Ja, also immer wenn man Strom hat, und zwar Wechselstrom, nicht Gleichstrom, also Strom oder Spannung, dann sendet das ein Metallstück, wo Strom durchfließt, also zum Beispiel die ganzen Leitungen hier in der Wand, die senden elektromagnetische Wellen aus. Das ist so ein Verlust, ein Transportverlust bei diesen Leitungen, der ist aber sehr gering. Die Leistung dieser Felder, die hängt sehr stark ab von der Frequenz des Stroms. Also wir haben im Netz haben wir diese 50 Hertz Wechselspannung, das ist eine ganz niedrige Frequenz. Und bei so einem Handy, da haben wir Gigahertz, also Milliarden Hertz. Dann ist auch mehr Energie in der Sache drin. Und der zweite Punkt für diese Intensität dieses Elektrosmogs ist die Spannung. Also so ein Handy, das läuft ja mit Batterie von, ja, was weiß ich, 7 oder 10 oder 15 Volt, diese Lithium-Ionen-Batterien, das ist eine ganz niedrige Spannung. Und dann gibt es die Hochspannungsleitung, die bis, ja, 440.000 Volt gehen. Und das ist natürlich eine viel höhere Spannung. Dafür haben die Hochspannungsleitungen aber eben diese 50 Hertz Netzfrequenz, also eine ganz niedrige Frequenz. Also diese Elektrosmogfelder können ganz unterschiedlich geladen sein, kann man das so sagen? Das ist der Energieinhalt einfach. So wie wenn man in die Sonne geht und wenn die Sonne sehr intensiv ist, da wird man halt braun gebrannt oder holt sich einen Sonnenbrand. Und wenn sie ganz schwach ist, weil man Dunstschleier hat, dann passiert nichts. Also die Energiemenge im Feld. Was wirklich viel Energie abstrahlt, sind die alten Sender, also Langwellen, UKW-Sender, also diese riesen Sendemasten von normalen Radiosendern, die also jetzt nicht übers Netz kommen, also über eine Leitung, sondern die wirklich Sendemasten haben, also auch ein Autoradio zum Beispiel, was man da im fängt. In der Nähe dieser Sendemasten haben wir eben die Kombination aus hoher Spannung, weil die laufen mit sehr hohen Spannungen, ich weiß nicht, ein paar tausend Volt oder noch mehr, und hohen Frequenzen. Also bei UKW haben wir eben Megahertz. Und da kann man zum Beispiel einen Radioempfänger, das habe ich früher als Schüler mal selber gebaut, einen Detektorempfänger, da kann man mit Kopfhörer, nicht mit Lautsprecher, da braucht zu viel Energie, aber man kann mit einem normalen Kopfhörer und einfach nur passiv mit einer Spule und einem Kondensator und eine Diode braucht man noch, kann man Radio hören. Und man kann auch mit dem Kondensator, wenn das ein Drehkondensator ist, den Sender einstellen. Also ohne zusätzlichen Strombedarf? Ohne, dass man eine Batterie oder das Netz braucht, weil man nur mit der Energie, die der Sender liefert, also das wäre eben genau der Elektrosmog und dessen Energie, das ist genug, wenn der Sender nicht zu weit weg ist, dass man also ohne Energiequelle Radio hören kann, mit einer ganz niedrigen Qualität allerdings. Okay, das heißt aber, also prinzipiell ist jetzt aus Elektrosmog Energie gewinnen, möglich, ja. Kein Quatsch, kein Kokolores. Ja, doch. Und die Tatsache, dass wir natürlich immer mehr Mobilfunkmasten, immer mehr Handys haben und so weiter, könnte ja dafür sprechen, dass es immer mehr Elektrosmog gibt und wir deswegen daraus dann irgendwie einen Energiebedarf decken können. Ja, sicher. Aber ich fürchte, es sind, wenn man nicht gerade unmittelbar neben einer Handyantenne in 5 Meter Entfernung steht oder so, dass es sich wohl eher um Milliwatt dreht. Ja, also ich glaube nicht, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Handy mit Elektrosmog betreiben wollte, dass es auch nur ausreicht, um den Bildschirm hell zu machen. Nokia, um diesen Namen zu nennen, weil sie es halt gemacht haben, das habe ich gelesen, hoffen irgendwann mal dahin zu kommen, dass man das Handy im Standby-Betrieb ohne Batterieverlust betreiben kann. Also das heißt, das weist schon darauf hin, was für minimale Leistungen da wahrscheinlich möglich sind. Anders gefragt, wenn wir jetzt bei Hochspannungsmasten sind, also wo es so jetzt für den Laien betrachtet, so und dann denkt man, da ist bestimmt viel Energie in der Luft, wäre das praktisch eine Möglichkeit an diesen Stellen, diese abgestrahlten Wellen irgendwie neu aufzuführen. 50 Hertz, das sind 50 Schwingungen pro Sekunde. Da hat man den Nachteil, dass man halt eine sehr niedrige Frequenz hat und deswegen der Energieeintrag wäre auch wieder schwach, obwohl die Hochspannung sehr hoch ist. Also gut, Elektrosmog wäre so das erste Thema. Da sagst du, ist im Prinzip möglich, wird aber nirgendwo groß hinführen. Vielleicht so ein nettes, wie Nokia sagt, eben, naja gut, wenn das Ding dann rumliegt, ist es nach 5 Stunden vielleicht immer noch genauso geladen wie vorher.
und hat keine Energie verloren, immerhin. Ja, so. Also ich würde eigentlich denken, wenn man eine Solarzelle irgendwo einbauen würde, dass das viel effizienter ist, denn selbst eine kleine Solarzelle liefert ja typischerweise ein Watt oder sowas. Ja. Kann man also dann unter die Schreibtischlampe legen. Und um jetzt der Werbung vorzubeugen und wir gerade Nokia genannt haben, du hast da ein Samsung-Handy liegen, meins ist von Apple. Es gibt auch noch weitere Huawei und so weiter Marken. Ja. Gut, kommen wir zum zweiten Thema, unsichtbare Energie. Das fand ich sehr interessant. Es gibt einen Unternehmer, Schubart heißt der. Ist natürlich, ja, der saß auch schon mal im Knast wegen irgendwelchen Finanzgeschichten, glaube ich. Aber das ist ja egal. Also man kann ja auch im Knast gesessen haben und trotzdem was Schlaues haben. Der lebt, glaube ich, in Berlin und der hat die Neutrinovoltaik erfunden oder patentiert oder arbeitet daran. Photovoltaik kenne ich von meiner Solaranlage. Es geht darum, also Energie zu gewinnen durch Neutrinos. So, da bist du sicherlich der richtige Ansprechpartner, weil du erklärst mir jetzt erstmal, was Neutrinos sind. Genau, ja, also das sind Elementarteilchen, also Bausteine unserer Welt, allerdings sehr ungewöhnliche Bausteine. Man nennt sie auch Geisterteilchen und sie entstehen eigentlich nur bei radioaktiven Zerfällen oder radioaktiven Kernreaktionen, wie zum Beispiel im Inneren der Sonne. Mhm. Und es sind keine normalen Teilchen. Also die normalen Teilchen, aus denen zum Beispiel der Tisch oder wir selber bestehen, das sind Atome. Und Atome wiederum bestehen aus der Elektronenhülle, das sind Elektronen. Und dann im Atomkern haben wir Protonen und Neutronen. Das heißt, wir haben für die bei weitem meiste Materie haben wir Protonen, Neutronen, Elektronen. So, und jetzt gibt es bestimmte radioaktive Zerfälle. Also der Beta-Zerfall ist das. Also es gibt Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung. Das ist genau dieses Gefährliche an Radioaktivität. Und eine Zerfallsart ist eben Beta-Zerfall. Und beim Beta-Zerfall hat man festgestellt, dass da irgendwie Energie fehlt. Also da zerfällt ein Kern wegen Kohlenstoff 14, zerfällt in einen anderen Kern, Stickstoff 14 und plötzlich kommt es mit der Energiebilanz nicht hin. Und zwar kommt da beim Beta-Zerfall ein Elektron raus, aber es muss noch ein zweites Teilchen rauskommen und das hat man nicht gefunden. Man wusste lange nicht, was ist das denn jetzt da? Also es fehlt einfach. Ja? Okay. Also, ist es eine große Energiemenge, die da gefehlt? Nein, es ist schon signifikant. Ja. Okay. Also es ist eine relativ große Energiemenge. Und da ist ja den Energieerhaltungssatz gibt? Ja, das ist einer der wichtigsten Sätze überhaupt. Der wird also äußerst selten gebrochen. Ja. Und wenn jetzt eine Energiemenge in physikalischen Bilanzen fehlt, also vorher, nachher, dann ist der Wurm aber ganz schwer drin. Und da sind die Leute drauf gekommen, dass es Teilchen gibt, die sie noch gar nicht gefunden haben. Also ganz geheimnisvolle Teilchen. Und die Neutrinos, wie der Name schon sagt, sind elektrisch neutral. Und elektrisch neutral bedeutet für gewöhnlich, dass wir mit unseren Instrumenten, das sind ja Magneten und elektrische Felder und so, da können wir die nicht handeln, wir können sie nicht beschleunigen, nicht umlenken, nichts, gar nichts, dass wir nichts machen können. Und dann ist es auch so, dass diese Neutrinos, die haben keine Masse. Sie haben nur Energie, allerdings ziemlich viel Energie. Und deswegen nennt man sie Geisterteilchen. Und sie haben noch eine Eigenschaft. Es gibt insgesamt vier Naturkräfte. Also die eine Naturkraft ist die Gravitation, die zieht uns nach unten. Dann die elektromagnetische Wechselwirkung, die hält also die Materie zusammen, Plus und Minus, Magnetismus, elektrische Felder. Und dann gibt es noch zwei Naturkräfte im Atomkern. Das ist die starke Wechselwirkung, die hält den Kern zusammen und die schwache Wechselwirkung. Und diese Neutrinos ist eine Teilchensorte, die machen nur die schwache Wechselwirkung. Und das bedeutet, dass du einen Neutrinostrahl nehmen kannst, und den kann man wirklich herstellen, sehr aufwendig, am CERN machen die das, und du schickst den durch die Alpen und misst dahinter, wie viele Neutrinos durch die ganzen Alpen durchgekommen sind und kommen alle durch, bis auf 2 von 5 Milliarden oder sowas. Okay. Also wir haben kleine, hochenergiegeladene Teilchen, die überall durchgehen wie Butter. Und du hast gerade mal schon angedeutet, ein paar Millionen. Ja, also das heißt, hier sind überall welche? Also die Neutrinos, denen wir ausgesetzt sind, auch wo wir hier sitzen, das sind also eher Milliarden pro Sekunde, pro Quadratzentimeter. Und zwar entstehen im Innern der Sonne. In der Sonne wird Wasserstoff zu Helium fusioniert, das ist eine Kernreaktion. Und bei dieser Kernreaktion ist der Beta-Zerfall, also dieser eine radioaktive Zerfall, unabdingbar. Der muss passieren. Und dabei entstehen immer diese Neutrinos, und zwar große Mengen an solaren Neutrinos. Und ein Teil der Energieproduktion der Sonne, ich weiß nicht, 5% oder sowas, geht in Neutrinostrahlen. Und die gehen in alle Raumrichtungen davon. Das heißt, genauso wie wir jetzt hier dieses wunderbare Sonnenlicht sehen, wenn wir die Neutrinos sehen können, dann wäre hier alles mit heller Neutrinostrahlung beleuchtet. Okay, also im Gegensatz zu dem Elektrosmog ist das überall, viel hoch Energie geladen. Ja. Und jetzt
fangen. Ja, das Problem ist eben, es hat lange gedauert, bis man überhaupt mal ein Neutrino nachgewiesen hat. Und selbst wenn ich da eine 2 Meter dicke Betonplatte oder irgendeine Solarzelle hinstelle, dann werden nur also 10 hoch minus 40, ein geradezu unvorstellbar kleiner Anteil von Neutrinos wird in dieser Platte hängen bleiben. Das heißt, selbst wenn ein genialer Erfinder wie der Herr Schubart hieß er, wenn er jetzt irgendein Device erfindet, was man in einen Neutrinostrahl hält, und da wird ein Teil der Neutrinos tatsächlich in elektrischen Strom umgewandelt werden, dann wird dieser Teil ein 10 hoch ungefähr, 10 hoch minus 40stel der durchflutenden Energie umwandeln. Also die Neutrinostrahlung ist schwächer als die Sonnenstrahlung, aber sagen wir mal 5 oder 10% der Sonnenstrahlung. Also von 5 oder 10% der Solarenergie und davon ein 10 hoch minus 40stel. Das ist 1 durch 1 und dann 40 Nullen. Kann man sich nicht vorstellen. Das ist eben die schwache Wechselwirkung. Es ist wirklich eine ganz geringe Kraft oder Wechselwirkung. Kommt nichts raus. Also ich muss mir das so vorstellen, praktisch, um überhaupt Energie zu erzeugen, müsste man diesem Neutrinostrahl irgendwas sehr Dichtes entgegensetzen. Also eine sehr dichte Masse. Ja, ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Also damit würde es gehen. Schwarzes Loch, ich glaube, da kommen wir gleich noch dazu. Aber das heißt, die Energie ist eigentlich da, aber du bezweifelst physikalisch betrachtet, dass man die einfangen kann? Nein, kann man nicht einfangen. Also nicht mit den uns Menschen gegebenen Methoden, weil diese Teilchen überall wie Butter durchgehen. Na, mal sehen, vielleicht kann ich ja den Herrn Schubart in Berlin mal treffen, wenn ich das nächste Mal da bin. Vielleicht erklärt er mir das mal, weil ich glaube sogar, es hat geheißen, sie hätten in einer Höhle praktisch mit seiner Erfindung eine LED zum Leuchten gebracht. Ja, also sorry, das ist Quatsch. Das kann nicht sein. Nein. Also nicht mehr so, wie du vorhin sagtest, Nein. mit diesem Radio, Wellenradio. Nein, so es ist ein unvorstellbar kleiner... Für eine LED gibt es keinen Strom. Nein, also überhaupt nicht. Es hat sehr viel Mühe gekostet, die solaren Neutrinos überhaupt nachzuweisen. Und da gibt es ein ganz berühmtes Experiment, das Davis-Experiment. Herr Davis hat, ich glaube, in den 70ern angefangen und hat einen Tank mit irgendwelchen, ich glaube, 100 Tonnen oder 50 Tonnen Tetrachlorkohlenstoff, der in so einer Mine, damit da keine Höhenstrahlung, kosmische Strahlung, sondern nur Neutrinostrahlung ist, den Neutrinostrahlen der Sonne ausgesetzt und hat dann verzweifelt versucht, da Ereignisse zu detektieren, wo er nachweisen konnte, Tetrachlorkohlenstoff reagiert tatsächlich in bestimmter Weise, das Chlor, mit den Neutrinos und hat in einem Jahr, ich glaube, so ungefähr 100 solare Neutrino-Ereignisse, das gibt eine Einheit, SNU, Solar Neutrino Units, gemessen. Das heißt, 100 solare Neutrinos mit, also jedes einzelne Neutrino hat ungefähr gar keine Energie, also ein paar, also damit kann man nichts zum Leuchten bringen. Also jeden bringen. Dritten Tag hat es irgendwo mal so... Nein, da hat der Detektor Ping gemacht. Also wenn man einen Geiger-Müller-Zähler hätte, ja, das ist jetzt ein ganz großer Geiger-Müller-Zähler, dann macht es Ping und dann dauert es wieder 3 Tage, macht es wieder Ping. Ja. Okay. Aber diese Pings, das sind sehr kleine Energiemengen. Mensch, ich komme hier immer mit den Vorschlägen der Wissenschaft, hier Energie zu erzeugen und du schmetterst ja, immer ab. Versuch's doch mal mit was Seriösem. Also Elektrosmog ist ja auch so ein bisschen, okay, wo ich immer denke, ah ja, so gefährlich ist das ja nun auch wieder nicht. Was du im Vorfeld gesagt hast, und da können wir vielleicht ganz kurz drauf eingehen, weil ich glaube, sonst müsste man sehr lange drauf eingehen, ist die dunkle Energie. Oh, das gefällt jetzt bist du bei meiner Lieblingsthemen angekommen. Ja, da sind wir im seriösen Bereich. Okay, das doch, das echt, ist seriös. Das klingt so irgendwie nach Science Fiction. Ja, ist es auch. Es ist Science Fiction. Also die dunkle Energie, man hat inzwischen Vorstellungen davon, was die Substanz unseres Universums ist. Also wir wissen, dass wir hier Atome haben, wir haben Sonnen, wir haben Planeten, wir haben interstellare Wolken und wir haben auch Licht, also Energie. Und von dieser bekannten Substanz, das macht nachdem was die Astrophysiker, Kosmologen inzwischen denken, 5% aus. 5% kennen wir. Dann gibt es noch etwa 25% der Substanz des Universums, das verursacht Gravitation. So wie jetzt dieses Handy hier runterfallen würde, wenn ich es loslassen würde. Es wird angezogen von der Erde. Aber da wissen wir, da ist die Erde, die macht diese Gravitation. Aber man sieht im Kosmos Gravitationswirkungen von Sachen, wo man nicht weiß, wo kommt die Schwerkraft her. Es was fällt erzeugt. Wohin, aber du weißt nicht wohin. Ja, es fällt wohin, man weiß nicht wohin. Es muss da Masse sein, also Materie. Und diese dunkle Materie, die können wir nur entdecken anhand der Gravitationswechselwirkung. Also da wird sozusagen irgendwas angezogen. Aber wohin? Das ist auch kein schwarzes Loch, weil ein schwarzes Loch kann man zwar nicht sehen, aber man weiß, was das ist. Aber es muss unbekannte Materie sein. So, und dann die restlichen. Ich habe 5% sind bekannte Materie, einfach Planeten, Sonnen. Dann 25% dunkle Materie, bleiben ja noch 70% übrig. Und das ist dunkle Energie. Und wir wissen, dass es dunkle Energie geben muss, eine Energieform, die wir nicht kennen, weil die
Expansion des Universums beschleunigt. Und wenn du irgendwas beschleunigst, zum Beispiel hier dein Auto oder so, wenn man Gas gibt, ja, es wird schneller, dann muss ja Energie irgendwo herkommen, brauchst du Energie. Also das Universum, was praktisch irgendwann mal Urknall und Buff. Das heißt, es geht nach außen und man würde erwarten, wie bei jeder normalen Explosion, dass es nach außen hin halt langsamer wird. Und das tut es nicht, sondern es wird schneller. Und jetzt gibt es einen zweiten Hinweis. Man hat lange nicht gewusst, ob unser Raum gekrümmt ist, so wie die Erdoberfläche, die ist ja gekrümmt. Mhm. Nur, dass wir jetzt über die drei Dimensionen des Raums und die Zeitdimension, also die vierdimensionale Raumzeit, wir sind im Science-Fiction-Bereich der Physik, ja, aber es ist jetzt real, es ist kein Science-Fiction. Die vierdimensionale Raumzeit könnte gekrümmt sein. Und das hat was mit der Massendichte zu tun, denn die Masse krümmt den Raum. So, und jetzt wissen wir aber, dass der Raum flach ist. Das hat man extrahieren können aus Daten, aus Analysen der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und die kosmische Hintergrundstrahlung ist das Nachleuchten des Urknalls. Wir sehen also, wenn wir so weit gucken, wie wir überhaupt gucken können, bis zum Ende der Welt, da sehen wir das Nachleuchten des Urknalls. Und aus diesem Nachleuchten sehen wir, dass der Raum flach ist. Und damit er flach sein kann, brauchen wir die dunkle Energie, um diese Energiebilanz so hinzubauen, die Zeit- und Materie-Energiebilanz, dass der Raum flach sein kann. Es muss eine Energie geben, die praktisch gegen die Krümmung arbeitet und den Raum flach macht. Allerdings, selbst wenn es ein großer Anteil ist im Universum, aber das Universum hat ganz riesengroße leere Räume, ist die Energiedichte so gering, dass wir wieder beim Elektrosmog angekommen sind. Selbst wenn wir die dunkle Energie, wenn wir irgendwann mal wissen, was es ist, und selbst wenn wir hier in diesem Raumwürfel dunkle Energie hätten, könnten wir wieder nur das Handy im Standby-Betrieb betreiben, weil es zu wenig ist. Aber was könnte uns dann das Wissen um die dunkle Energie nützen? Ach so, ja, deswegen bin ich ja so schwer begeistert. Wir haben, also immer wenn man in großen Theorien Inkonsistenzen hat, also es gibt plötzlich Beobachtungen, können wir nicht erklären. Mhm. Wir können nicht erklären, warum das Universum beschleunigt in der Expansion. Und wir können viele andere Sachen auch mit der Gravitation nicht erklären. Dann heißt das, wir haben Sachen fundamental nicht verstanden. Und es könnte sein, das ist meine persönliche Meinung, wir können ja auch bei der Urknalltheorie den Urknall nicht erklären. Ich meine, die heißt schon Urknalltheorie und wir können den Urknall nicht erklären. Schon ein bisschen, also ich würde mal sagen, das ist jetzt ein Manko, oder? Und das würde bedeuten, dass wir erst einen kleinen Teil der Realität erkundet haben. Also es könnte höhere Raumdimensionen geben oder auch parallele Universen oder sonst was. Also es hört sich jetzt unseriös an für einen Physiker, aber wenn man Inkonsistenzen wie dunkle Materie, also Unbekanntes hat, dunkle Materie, dunkle Energie, dunkel heißt immer, der Physiker weiß nicht, was es ist, aber es gibt die Phänomene. Dann haben wir es nicht kapiert. Wenn Kolumbus da nach Amerika unterwegs war und noch kein Land sieht, aber da kommt schon mal eine Taube mit so einem Zweig an, dann weiß er, die Taube kommt wahrscheinlich nicht aus dem 2000 Kilometer fernen Ende Europa. Da muss Land sein. Mhm. Und sowas haben wir. Wir haben einen Hinweis, da gibt es was Neues. Okay, das heißt, es gibt ein großes Forschungsfeld und es kann, wenn auch erst in 100 Jahren oder in vielen 100 Jahren, irgendwann mal möglicherweise dort noch was zu finden sein, was man heute noch gar nicht weiß. Also ich glaube fast, dass wir erst einen kleinen Teil der Realität überhaupt erst entdeckt haben. Das kann man sich bloß immer nicht vorstellen. Mhm. Also wir haben ja erst vor 100 Jahren etwa die Quantentheorie und die Relativitätstheorie, die beiden wichtigsten Theoriegebäude, entdeckt. Und vorher gab es nur die Mechanik. Pendel und schiefe Ebene. Und alle Leute dachten, Pendel und schiefe Ebene ist alles. Da gab es doch nicht mal Strom. Jetzt stell dir mal vor, wir haben ja kein Sinnesorgan für Elektrizität. Mhm. Und es könnte gut sein, dass wir heute hier sitzen und wissen gar nicht, dass es Strom gibt, was einfach noch keiner entdeckt hat. Ja. Und so ist es vielleicht mit großen Teilen der Realität, wenn wir kein Sinnesorgan dafür haben, dann kann es viele Dinge geben, die wir uns gar nicht vorstellen können heute. Vielen Dank für diesen Ausflug ins Unbekannte, ins Unsichtbare, dass du Licht ins Dunkel gebracht hast. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schaut auf jeden Fall auch bei Gerd auf seinem Kanal vorbei. Seid auch nächstes Mal wieder dabei. Abonniert meinen Kanal, liked dieses Video, kommentiert, was euch weiterhin interessiert. Und bis zum nächsten Mal. Euer dieser Dad und der Gerd. Ciao. Thank you.